So wie bei allen Säugetieren besteht das menschliche Herz aus vier Kammern. Da haben wir einmal das rechte und linke Atrium oder auch Vorhof genannt und der linke und rechte Ventrikel. Rechter Atrium und rechter Ventrikel sind vom linken Atrium und Ventrikel durch eine Herzscheidewand, das Septum, getrennt. Aufgrund dieser Trennung durch das Septum haben wir auch zwei verschiedene Kreisläufe in unserem Körper. Fangen wir mit dem kleinen Kreislauf bzw. dem Lungenkreislauf an. Das rechte Atrium erhält sauerstoffarmes Blut einmal aus der oberen Hohlvene, der Vena cava superior, und einmal aus der unteren Hohlvene, der Vena cava inferior. Sauerstoffarmes Blut hat einen hohen Anteil an CO2 und, wie der Name schon sagt, einen sehr geringen Anteil an Sauerstoff. Die obere Hohlvene erhält das Blut aus der oberen Körperregion und die untere Hohlvene aus der unteren Körperregion. Aus dem rechten Vorhof fließt das sauerstoffarme Blut in den rechten Ventrikel. Zwischen Ventrikel und Atrium gibt es eine Segelklappe, die Atrioventrikularklappe. Der Zweck dieser Klappe besteht darin, dass ein Rückfluss vom Blut in den Vorhof bei Kontraktion verhindert wird. Anschließend wird das Blut in die Pulmonalarterie gepumpt, die das Blut dann in die Lunge transportiert. Das Blut muss auch durch die Pulmonalklappe fließen, was auch ein Sicherheitsmechanismus wie die Segelklappe darstellt. Es wird verhindert, dass das Blut von der Lunge wieder zurück in den rechten Ventrikel fließt. In der Lunge angekommen wird das sauerstoffarme Blut wieder oxygeniert. Das heißt, das CO2 wird abgeatmet und das Blut mit Sauerstoff angereichert. Aus der Lunge wird dann das sauerstoffreiche Blut durch die Pulmonalvenen in das linke Atrium gepumpt. So, jetzt beginnt der große Kreislauf bzw. der Körperkreislauf. Vom linken Vorhof gelangt das Blut in die linke Kammer. Das Blut muss auch wieder durch eine Segelklappe durchfließen. Also wenn man das ganz genau nehmen will, werden die beiden Segelklappen unterschiedlich genannt. Die Segelklappe der rechten Herzseite besteht aus drei Segeln und wird deshalb als Tricuspidalklappe bezeichnet. Die Segelklappe der linken Herzseite hat nur zwei Segel und wird Mitralklappe genannt. Außerdem strömt das Blut größtenteils passiv in den Ventrikel. Also immer wenn das Herz zwischen zwei Herzschlägen entspannt, findet ein passiver Blutstrom statt und füllt den Ventrikel. Ganz am Ende dieser Füllungsphase kontrahiert sich der Vorhof und dann kommt noch etwas Blut hinzu. So, und jetzt weiter zum großen Kreislauf. Aus dem linken Ventrikel strömt das Blut durch eine Aortenklappe in die Hauptschlagader, die Aorta. Von dort aus wird das Blut in alle möglichen Körperregionen transportiert und versorgt die einzelnen Zellen mit Sauerstoff und nimmt auch aus diesen wieder das CO2 auf. Das sauerstoffarme Blut wird dann durch die Venen wieder in die obere und untere Hohlvene transportiert und somit schließt sich der Kreislauf.